Und damit ein herzliches Willkommen zu Spyro Enter the Dragonfly. Es kam gerade dann runter. Nice. Ja, willkommen zu Spyro. Mein erstes Spyro Let's Play auf meinem Kanal. Jetzt kommt leider eine Demo, oder? Gut, dann reden wir noch kurz weiter, bis es lädt. Ja. Erstes Spyro Let's Play von mir. Ich habe noch ein PlayStation 2 Teil, glaube ich, und noch ein PlayStation 3 Teil. Wobei ich gerne die ersten drei als Trilogie machen würde. Und die PlayStation 3 Spiele, ich bin mir unsicher, ob ich die machen würde. So, skippen wir das mal weg. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Ja, wahrscheinlich die ersten drei. Mal schauen. Die kommen aber auf jeden Fall. Und alles weitere werden wir sehen. Vielleicht kommt ja nochmal ein neues Spiel, ein Remake oder sowas. Wäre natürlich geil. Drücken wir Start. Ich bin natürlich auf der PlayStation 2, ist ja logisch. Und wir haben 0%, wir machen ein neues Spiel. Wobei, auf der Memory Card ist ein Speicher drauf. Aber es ist 0% Speicher. Wir machen trotzdem neu. Und da können wir ein Symbol auswählen. Keine Ahnung, wir nehmen Spyro. Ich kann mich an dieses Spiel ja kaum erinnern. Also es ist wirklich sehr wenig. Es ist schon sehr lange her. Wir werden es zu 100% spielen, glaube ich. Also ja, aber da es ja Prozentzahl gibt sogar. Spielen wir es zu 100%, sage ich jetzt schon. Egal, was passiert. Ich glaube nicht, dass das so ätzend und anstrengend wird. Und dann hören wir uns jetzt kurz die Story an. Wenn es eine gibt, aber ich denke schon. Und dann auf geht's, ab geht's. Oder wie war das? Das ist doch nur ein Ballon, du Angsthase. Sie sehen ziemlich zufrieden aus, findest du nicht, Spyro? Tja, es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Drache seine Libelle bekommt. Stimmt's, Bugs? So trifft man dich also wieder, kleiner Drache. Ich bin wieder da und stärker als je zuvor. Wen nennst du klein? Und überhaupt, niemand hat dich eingeladen. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Sehr clever, Drache. Du solltest mit mir kommen. Wir wären ein tolles Team. Was willst du diesmal, Ripto? Ja, was wollen wir diesmal, Boss? Du wirst nicht fürs Denken bezahlt, du Dinosaurier-Dummkopf. Denk weiter und ich schick dich dorthin zurück, wo ich dich gefunden habe. Arbeitslos in einem Lavakrater, wo du Gnestignog um Arbeit anflehst. Also, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, was will ich diesmal? Ich bin froh, dass du das fragst, lila Pest. Und will es dir auch gern demonstrieren, weil ich genug mit Drachen zu tun hatte. Beziehungsweise mit Libellen. Ja. Oh, das sollte nicht passieren. Aber... hast du das gesehen? Ohne die Macht der Libellen sind die Drachen gar nichts. Bald gehört die Heimat der Drachen mir. Spyro, diese kleine Echse hat alle Libellen gestohlen. Sogar Sparks ist weg. Spyro, Jäger, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, ich weiß, wo es losgehen muss. Folgt mir.
Sparks, ich dachte, ich hätte dich verloren, Kumpel. Das war knapp, Sparks. Hör mal, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man diese Libellen einfangen kann. Spyro, pass auf. Hey, was soll das denn? Mist, das hat nicht richtig funktioniert. Ich lerne noch, weißt du, Spyro? Die gute Nachricht ist, dass ich einen Zauber entwickelt habe, durch den du verschiedene Atemfähigkeiten benutzen kannst. Die schlechte Nachricht ist, dass du dazu Drachenruhen finden musst, weil der Zauber sie im Drachenreich verstreut hat. Aber zumindest konnte ich per Magie eine erzeugen. Cool! Komm, Sparks, machen wir uns auf den Weg! Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, wenn wir diese Libellen finden wollen, ob wir jemals wieder einen freien Tag haben. Okay, damit geht's los anscheinend. Kann ich... Kamera passiv heutzutage. Da können wir das nur verändern. Hat sich irgendwie gar nichts verändert, oder? Ach, keine Ahnung. Passiv oder aktiv? Wobei, wir stellen mal kurz die Kamera auf aktiv. Denn die Kamera die ist wobei mit dem Bläschenatem kannst du herumsausende Libellen einfangen. Wenn du nah genug herankommst, fängt sie deinen Bläschenatem in einer Blase und schickt sie dank Biancas Zauber nach Hause. Es ist halt umgekehrte Steuerung, aber aktiv ist richtig kacke. Aber man kann es nicht umstellen, also... Muss ich mich wohl damit, muss ich das wohl hinkriegen irgendwie. Immer wenn die bösen Jungs kommen, wollen sie den Drachenschatz stehlen. Sie nehmen immer mehr als sie tragen können und verlieren das Zeug dann überall. Sammle alles ein, damit wir es den Drachenältesten zurückgeben können, wenn wir damit fertig sind. Ich helfe dir auch dabei. Wo kann ich denn? Okay, auf hier kann ich laufen. Da kann ich springen. Da kann ich Feuer speien. Und da kann ich... Keine Ahnung. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Alter. Das ist ja absolut komisch, Mann. Schmetterlinge verleihen mir diesen gesunden goldenen Schimmer. Kann man das... Ah, man kann es schneller machen. Immer wenn ich einen Schmetterling esse, erhalte ich einen Gesundheitspunkt. Wenn ich nicht mehr da bin, bringen mich Schmetterlinge außerdem wieder zurück. Brennen oder rammen Futter, um Schmetterlinge zu bekommen. Und wo genau finde ich diese Schmetterlinge, Sparks? Weißt du das nicht mehr? Sowas. Ich dachte... Ich hätte ein schlechtes Gedächtnis. Na gut, du musst einfach nur all die kleinen Tiere anbrennen oder rammen, die überall herumlaufen.
Wenn du das tust, puff, erscheint ein Schmetterling. Den Rest überlässt du Sparks. Er weiß, was zu tun ist. Alter. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, dieses Spiel zu let's playen. Versuch doch mal, diese Körbe zu rammen oder benutzt deinen Flammenatem. Man kann nie wissen, was darin steckt. Oh, ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee war. Weil die Steuerung... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Steuerung so schlecht war, echt. Okay, wie ich die befreie, weiß ich noch nicht. Vielleicht sagt er uns das, wenn wir uns vorstellen. Was ist das hier? Hier, bring diese Drachenrune zu dem Drachengeist da drüben. Mit dieser Drachenrune und meiner Magie erhältst du den Bläschenatem zum Fangen von Libellen. Sie sind scheu und fliehen möglicherweise vor dir, wenn du dich näherst. Benutzt deine L1-Taste, um zwischen Feuer- und Bläschenatem zu wechseln. Hä? Okay. Spyro, die Magie dieser heiligen Rune verleiht dir die Macht des Bläschenatems. Ja, schon klar, aber... Ah. Interessant. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt machen muss. Echt nicht. So, der sammelt den... Der sammelt auch die in der Umgebung, wo ich gerade bin, ein. Das ist ziemlich nice. Und da ist der Jäger. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Was sagt denn uns die Karte so? 55 von 7000 und 0 von 90. 0% geschafft. Nice. Als ob, Alter. Drachenreiche. 55 von 810. Aber es ist eine gute Übersicht. Wieso kann ich vor der Burg, wieso kann ich da nicht runtergehen oder irgendwas machen? 3% habe ich da schon. Also so an sich ist das ein gutes System. Na, das finde ich nicht schlecht. Nur die Steuerung irgendwie ist die grausam. Also wir müssen auf jeden Fall hier alles einsammeln. Und natürlich alle Libellen finden und fangen. Oh moin, wer bist du denn? Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Spyro-Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.